Jedes Lebewesen und auch der menschliche Körper sind individuelle Wesen. Und es geht darum, eine Wahrnehmung zu stärken, wie der Körper sich zeigen kann, wie ich besser als Besitzer dieses Körpers auf diesen eingehen kann. Und wenn es um Symptome geht, um Krankheitszustände, dann ist es ganz besonders wichtig, die Eigenheiten dieses wundervollen Körpers zu erforschen und dann zum eigenen Vorteil einzusetzen. Dieses Buch soll eine Brücke bilden, die Körpersprache besser zu verstehen und dadurch den Körper bei Schwierigkeiten zu begleiten und das Beste aus ihm herauszuholen. Das heißt, es geht um die Feinheiten meines persönlichen Körperwesens. Und wenn ich Tag für Tag ein bisschen mit diesem Körper verbringe und so sage, was brauchst du heute, damit du dich wohlfühlst? Was kann ich als Mensch, als Besitzer dieses Körpers für dich tun? Zum Beispiel, welches Essen passt dir? Welche Bewegung, welche Betätigung? Was alles kann dir helfen, um in der Vielfalt deiner Möglichkeiten wirklich das Optimum herauszukriegen? Leistung kommt auch vor, aber es geht nicht um Leistung so wie im Sport, sondern viele von uns merken erst, wenn sie Krankheiten haben, dass sie vielleicht auf gewisse Dinge vergessen haben. Und bei diesem Vergessen weiß man oft nicht, auch wir Ärzte lernen viel zu wenig über die Möglichkeiten, die der Einzelne hat, um seine Gesundheit von Anfang an zu stärken. Das betrifft alle Bereiche. Bewegung, Ernährung, Schlaf, richtiger Schlaf und all die vielen Feinheiten, was genau dieser Körper braucht, um wirklich in dieser oft so rauen Welt gut existieren zu können. Na, ich habe den Eindruck, jeder kann daraus ein paar wertvolle Dinge für sich gewinnen, denn es ist so gestaltet, dass man auf viele vielleicht Körpergeheimnisse noch besser drauf eingehen kann, wenn ich ihm täglich ein paar Minuten oder wenn es vielleicht sogar noch besser ist, ein paar Stunden schenken kann. Denn ich brauche meinen Körper bis ans Lebensende. Wir haben zwar heute eine Reparaturmedizin, wir können viele Ersatzteile und solche, aber niemals können wir den Körper als Ganzes ersetzen. Und dann ist noch etwas wichtig. Der Körper hat in sich eingebaut Reparatur- und Regenerationsmechanismen. Und wenn wir es geschickt und mit einigen Kniffen angehen, dann können wir dir ein Leben lang fördern. Ich sehe das bei so vielen älteren Menschen, die bei mir sind. Und manche, die oft weit jenseits der 90 sind, sind in hervorragender Verfassung. Und diese Lebensgeheimnisse und diese Tricks habe ich in dieses Buch einfließen lassen. Und ich denke, je früher man damit beginnt, desto in besserer Verfassung ist man dann vielleicht in späteren Jahren. Der wichtigste Tipp ist, mit den fünf Sinnen und mit dem eigenen Bewusstsein in den Körper hineinhorchen, hineinfühlen, ihm Zeit geben und immer wieder zu befragen, zum Beispiel den Körper anzugreifen und sagen, was kann ich heute für dich tun? Und die Botschaften des Körpers sind manchmal subtil und manchmal, wenn ihm irgendetwas nicht passt, dann wird er lauter, dann wird er grantiger und zeigt es mir. Und wir gehen auch auf die Körperemotionen ein, auf Ängste, auf Wut, auf Frust, auf Schamgefühle. All das zeigt mir der Körper, wenn er unter Stress steht. Und da helfen wir uns damit als ganzes menschliches Wesen, wie wir besser damit zurechtkommen.